Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play der Herr der Ringe Online. Ja, wir sind in Esteldin angelangt, haben letztes Mal ja einige Quests neu bekommen und die Handwerksquest abschließen können. Auch der Epos konnten wir ein wenig weiterführen. Der Waldläufer hier, wie hieß er noch gleich? Wenn ich das jetzt so einfach aus dem Stegreif wüsste, wäre das natürlich schön, ich weiß es aber nicht. Zum Glück können wir spicken. Es war nicht Menchamp, nein, Menchamp sollten wir aufsuchen, um ihn um Hilfe zu bitten. Halbarad, genau, Halbarad wollte das gerne von uns. Ich werde versuchen, mir den Namen zu merken. Es ist eigentlich ziemlich lächerlich, dass ich ihn nicht weiß, weil es eigentlich ein ziemlich bekannter Waldläufer ist. Aber meine Güte, man kann nun mal nicht alles wissen. Ich hatte allerdings vor, davor noch ein paar Quests hier in der Umgebung zu machen. Ja, ich weiß, sie sind hellblau, aber ich möchte doch ganz gerne ein paar wenige Quests machen hier in den Nordhöhen, damit ich dann noch das BDT etwas vorantreiben kann und zumindest alle Aufgaben fürs BDT erledigt habe. Außerdem farmen wir so auch ein wenig Ruf, was auch gar nicht so schlecht ist, weil wir dann weitere Turbine-Punkte bekommen. Das wäre also schon ganz angenehm, ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob diese Anschlagstafel-Quests auch dafür zählen. Müsste man dann mal ausprobieren. So, oh, was ich ganz vergessen habe. Richtig. Wir können jetzt unsere Waffen benutzen, die ich ausgetauscht habe. Ich werde dann außerhalb der Folge wahrscheinlich auch noch ausprobieren, ob die Keule sich wirklich lohnt. Weil, wie gesagt, rein von den Werten her sind meine beiden Einhandwaffen eigentlich einfach viel besser. Der Bogen ist zweifellos, aber sehr nützlich. Der ist deutlich besser als unser Alter. Von daher kann ich den problemlos ausrüsten. Bei der Keule werde ich, wie gesagt, erst einige Feldexperimente durchführen. So elegant, wie sich das anhört, ist es auch. Ja, klar. Genau. Aber jetzt heißt es erst einmal Waage und Spinnen erledigen und einen Edelsteinbeutel besorgen. Warte mal, ich wollte doch noch was gucken. Dieser Grundstein von SLD war nämlich, glaube ich, der da vorne, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe die Quest schon eine Weile lang nicht mehr gemacht. Aber ich glaube, da kann man ihn auch schon antapsen. Genau hier. Grundstein, da steht es doch schön dran. So. Oh, und jetzt müssen wir auch gleich wieder mit ihr sprechen. Alles klar, gut, bin ich noch nicht raus aus der Siedlung. Dann können wir das gleich machen. Hihi. Reiten wir mit unserem Eglane-Pferd hier mitten durch die Nordhöhen. Hat doch auch was. Sieht mich an, ich bin überall anderswo bekannt, nur hier nicht. Ja. Aber auch hier dürften wir relativ schnell Ruf erfarmen, wenn wir hier ein wenig questen. So, und Warum jetzt seid müssen ihr zu wir mir gekommen? jede Menge anderer Grundsteine finden. Ja, genau, das war's doch. Werde ich einmal auch annehmen. Wie gesagt, wir werden vielleicht ein paar davon erwischen. Und am Ende haben wir dann vielleicht sogar alle und können die Quest auch noch abgeben, auch wenn sie uns nicht mehr so viel EP bringen mag. Solange Platz im Questlog ist, ist doch das kein Problem. Kann man das so nebenher machen. So, ich werde auch vorerst nur die Quests machen, die da vor dem einen Tor hin sind, vor dem hier. Nach hinten zu der Erdsippe werde ich noch nicht gehen. Das wird dann erst später kommen, wenn überhaupt. Weil wir werden schon noch auf einige andere Quests auch stoßen, die wir machen können, die vielleicht auch eher in unserem Level sind. Und dann werde ich mal gucken, welche Quests ich alle mache. Wie gesagt, ich habe hier nicht vor, mehr Quests zu machen als unbedingt nötig. Ein Bär. Nein, wir brauchen keine Bären. Die können wir in Ruhe lassen. Wäre ja auch zu schön, wenn wir als Bärninger Bären erledigen würde. Nicht, dass es das erste Mal wäre, aber natürlich so wenige wie möglich. Waage hingegen. Waage können wir gerne machen. Diese Viecher sind nämlich echt übel. So. Natürlich gibt es auch hier ein Waag-BDT. Na gut, wobei, so natürlich ist das nicht. Es gibt auch durchaus Regionen. Ah, genau, ich muss meine Werkzeuge nicht mehr tauschen. Oh, wie toll, wie gut, wie schön. Es gibt auch durchaus Gebiete mit Wagen ohne Waag-BDT. So ist das ja nicht. Ah, jetzt muss ich gucken, wo diese Spinnensiedlung war. Oder Spinnengrotte, Gruft, wie soll ich es auch immer sagen. Spinnental. Es ist ein Tal mit Spinnen drin. Spinnental passt von daher, denke ich, ganz gut. Oh, 15 Stück muss ich für den Jagdauftrag erledigen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich hätte annehmen sollen, wobei es gibt hier eigentlich genug Spinnen. So ist es ja wiederum auch nicht. Und hier hat es ja ganz schön viel Holz. Wunderbar. Wobei, ich glaube, von dem Holz brauche ich gar nichts mehr. Ich nehme es trotzdem mal mit, wenn es schon so schön rumliegt.
können wir es am Ende im Aha verscherbeln, da wird es gerne gekauft. Oder zumindest irgendwer, der es dann schon kauft. Oh, Metall hingegen brauche ich unbedingt. Oh, ich muss das Werkzeug nicht jedes Mal tauschen. Wie toll, wie schön. Ein Rubinsplitter befindet sich direkt darin. Das ist ja gut. Dann kann ich nämlich auch mal hier meine Tränke ein bisschen ummodeln. So, wunderbar. Sieht das Ganze schon wieder etwas übersichtlicher aus. Hier ging es doch rein, oder noch nicht? Nein, scheinbar nicht. Ich laufe hier gerade ein bisschen kreuzfalsch. Oh, und jetzt habe ich meine Kamera auch noch gedreht. Was tue ich denn schon wieder? Ein Chaos, sage ich euch, Leute. Einfach nicht zu ertragen, sowas. Hier, genau. Fernkampfangriff, bitteschön. Ein bisschen die Kamera justieren, damit ihr auch was seht. Oh, und hier haben wir jetzt schon automatische Aufgaben. Bezwingt Spinnen in der Falle, ehe euch eure Zeit ausgeht. Aha. 3 Minuten. Ist das inklusive Abgabe? Ja, das sind jetzt diese ganzen automatischen Quests, die es in den überarbeiteten Gebieten gibt. Besiegt die Spinnenkönigin. Ach, das ist ja schon eine grüne Quest. Mensch, was machen wir denn hier noch? Das ist doch lächerlich. Das ist doch wirklich lächerlich. Oh, und sie an Pflanzen sammeln sollen wir etwa auch noch? Oh, wenn es hier so rumliegt, kann ich es schlecht ignorieren. Es geht einfach nicht. Hm, Mist. Wären wir doch niemals in die Nordhöhen gekommen. Mussten wir aber, der Epos hat es uns befohlen. Ja, so ein Mist aber auch. Na gut, na gut. Ja, genau, Heilkräuter sollen wir sammeln. Jede Menge Heilkräuter, die sich natürlich nicht alle in einer Region befinden. Wäre ja auch zu schön gewesen, wäre das der Fall gewesen. Na gut, okay, dann werden wir unsere Quests doch schneller erledigt haben, als ich befürchtet hatte. So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich genug Spinnen in der Zeit hier erledige. Ansonsten ist die Quest gescheitert. Oh, und hier ist ja auch der Edelstein, den wir eigentlich ursprünglich sammeln sollten. Na gut, meine Güte, und selbst wenn die Quest scheitert, was soll's denn schon? Ich denke, da gibt es Schlimmeres. Oh Mann, das ist ja wirklich lächerlich. Diese Spinnen haben doch keine Chance mehr gegen uns. Das ist doch nicht fair. Na gut, was soll's, wenn wir schon hier sind. Suche ich mal eben noch die Spinnenkönigin. Die müsste eigentlich auch irgendwo hier sein. So wie mir war. Genau hier. Zumindest ist es eine Signatur. Oh, und es kommt auch noch gleich eine andere Spinne mit. Nein, 2 andere Spinnen. 3 andere Spinnen, ja. Gut, dann ist doch das schon mal was ganz anderes. Haben wir hier doch noch zumindest ein wenig Anspruch. Uiuiuiui. Na gut, das im richtigen Level zu machen, wäre ganz schön vermessen gewesen. Da hätte es schon einiges an Anspruch gehabt. Aber so ist das ziemlich einfach. Sehr schön, die erste Quest abgeschlossen. Damit kriegen wir auch gleich das BDT erfüllt. Und die andere Quest mit der Zeitlimitierung ist wirklich nur bis zur Erfüllung der Quest. Und nicht bis zur Abgabe. Sehr schön. Einfühlungsvermögen, wie viele Quests brauchen wir denn für die erste Stufe? Allein für die erste Stufe 15 Quests. Ja gut, dann wird das doch noch ein wenig dauern. Es gibt nämlich, glaube ich, sogar 3 Stufen. Ui, 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 das könnte übel werden. Naja, die Pflanzen hier haben wir jetzt dann auch schon eingesammelt. Allerdings braucht es noch 2 andere Arten von Pflanzen. Ja, sprich, wir müssen noch eine Weilchen suchen, bis wir das dann haben. So, aber die erste Art habe ich schon. Ich gucke jetzt, dass ich noch ein paar Spinnen erledige. Weil ich glaube, draußen, wo die Waage sind, laufen nicht so viele davon rum. Und es gibt auch kein Spinnen-BDT. Hm? So von wegen, es gibt nicht alles, was in jeder Region ist, als BDT. Das ist Tatsache so. Wäre ja auch zu anstrengend dann. Nicht, dass das BDT auch schon so anstrengend genug wäre. Hier oben hat es doch auch noch Spinnen. Genau, da ist schon eine. Hallo Spinne, wie geht es dir? Bald nicht mehr so gut. Ich werde jetzt nämlich die Beine einzeln ausreißen. So bin ich nicht. Ich quäle Tiere nicht. Das finde ich immer so richtig abstoßend. Wenn es Menschen gibt, die Tiere quälen, das finde ich so ungefähr das Schlimmste, was es gibt. Na klar, ein paar gehen schon noch darüber. Aber, das ist schon schlimm genug. Gut, ja, dann werde ich jetzt wohl die restlichen Spinnen auch draußen suchen. Weil, ich habe jetzt nicht Lust, nochmal in das Spinnennest zurückzugehen. Wir suchen uns lieber noch ein paar Waage dazu. Die müsste es hier eigentlich auch geben. Jawohl, da unten ist ja schon einer. Der bewacht den Zweig oder hat ihn zumindest immer schön im Auge.
Oh, jetzt ist uns die Wut ausgegangen, gerade als ich ihn angreifen wollte. Oh, das Reh da hinten flieht vor dem Kampf. Kann nicht verstehen, warum alles hier so böse ist. Oh, und ich genieße es, jedes Mal was abzubauen, ohne vorher das Werkzeug zu wechseln. Ha, herrlich. Richtig herrlich. Nicht so herrlich wie die Spinne da, die muss weg. Geh weg, du Spinne. Niemand hat dich lieb. So. Oh, gleich eine Spinne und ein Wag. Zwei Feinde in einem vereint. Eigentlich kann ich beide zusammenziehen, bevor ich hier Flächenschaden mache. So. So passt das doch. Der Wag ist schon erledigt. Und die Spinne gleich hinterher. Ja, das ist wirklich nicht mehr so ganz unser Level. Da hinten ist noch ein Wag. Ich hinke. Ich bin verwundet. Schlimm. Aber dafür bemühe ich jetzt nicht den Waffenentferner. Da unten ist gleich noch ein Wag. Ja, das geht ja immer weiter hier. Na, dann schieße ich mal mit dem Bogen an, damit ich nicht ganz so weit humpeln muss. Ah, der macht schon ordentlich Schaden, der Bogen. Das freut mich. Und vor allem ist auch Crit-Treffer drauf. Der wirkt sich nämlich auch auf die anderen Fertigkeiten und Nahkampfangriffe aus. So, jetzt muss der Debuff aber mal weg hier. Das kann ja so nicht weitergehen. Was brauchen wir denn noch an Spinnen? Oh, noch eine Spinne. Okay, das müsste sich noch... Das müsste sich noch erledigen lassen. Oh, da hinten ist hochwertiges Eisen. Hochwertiges Eisen, wie gesagt, brauche ich noch sehr viel. Da werde ich auch nicht drum rumkommen, es zu farmen. Mit einem anderen Char. Oh, und das meine ich, Leute, hier. Ich kann zu den Eibenzweigen. Und dann gleich zum hochwertigen Eisen, wenn da nicht ein Wag sitzen würde, den ich zu gerne auch noch erledigen würde. Na, komm her. Komm her. Bevor die Wut ausgeht. So. Und erledigt. Waage haben wir also schon alle. Wir brauchen nur noch eine Spinne. Was ist das? Ah, nochmal hochwertiges Eisen. Sehr gut, sehr gut. Man scheint unser Vorhaben hier zu unterstützen, hochwertiges Eisen zu sammeln. Dann können wir aber jetzt auch schon wieder Richtung Esteldin zurück, damit wir dann die Quests da abgeben können. Ja, ja, schon gut, ich gehe ja wieder. Meine Güte, nur nicht so aggressiv hier. Noch mehr Eibenzweige. Und unsere letzte Spinne ist auch gleich dabei. Ja, wunderbar, wunderbar. Das klappt doch hervorragend. So, dann werde ich gleich mal aufsitzen. Ich denke, damit hat sich das hier nämlich erledigt. Jawohl, sehr schön. Spinnenjäger abgeschlossen. Noch kurz die Zweige mitnehmen und dann können wir zurück nach Esteldin. Und ich würde sagen, nachdem wir diese Quests erledigt haben und wenn keine weitere Folgequests sind, die da gerade sich aufdrängen, gehen wir mal wieder weiter der Epos nach. Oh, Wag. Ich würde eigentlich auch ganz gerne fürs Wag-BDT ein wenig weiterarbeiten. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Da oben ist nämlich gleich schon wieder einer. Ja, okay, ein wenig BDT machen so nebenher ist auch nicht schlecht. Weg mit der Wunde. Ich muss das noch ein wenig umstellen, da die beiden Sachen. Das gefällt mir noch nicht so ganz, wie das da steht. Vielleicht einfach hier. Mal gucken. Mal gucken, ob sich das besser... Ey, was ist heute mit meiner Kamera los? Die verschiebt sich andauernd. Ich glaube, auch meine Maus ist wieder ein bisschen am Spinnen. Das kann es auch sein. Womöglich, womöglich. Ich bin mir nicht sicher. So. Gut, aber jetzt können wir wieder aufsteigen. Da ist nämlich auch schon wieder der Eingang zu Esteldin. Der verborgene. Wobei, so gut zu sehen ist es nicht. Da ist ein schöner Hügel davor, der das ganz gut verdeckt. Ja, kann man schon verborgen sagen. So, sind wir auch schon da. Und können uns gleich darum kümmern, diese Quests abzugeben. Wo müssen wir denn überall hin überhaupt. Na, wir werden es ja gleich sehen. Da ist schon der erste Ring, genau, wo wir abgeben können. So. Was kann Holger. Ich für euch tun? Holger heißt der gute Mann. Auch nett. Ah, er gibt uns sogar eine Rüstung. Die ist allerdings deutlich schlechter als unsere. Hätte ich aber auch nicht anders gedacht. Wie viel EP bekommen wir? Ja, okay, gut. Das ist jetzt auch nicht nichts. Kann man also doch durchaus akzeptieren. Ah,
Dagoras, genau. Den kenne ich auch schon ein bisschen besser. Was kann ich für Der wird euch uns, glaube ich, auch in tun? Zukunft noch einige Male begegnen. Leichte Rüstung ist nix. Aber zum Verkaufen gut. Und Was Ruf geben die benötigt Quests ja auch ihr? immer schön. Eine schwere Rüstung. Habt ihr denn überhaupt nichts für mich? Oh, eine Folgequest. Würdet ihr Immerhin. mir vielleicht einen Gefallen Sprecht mit erweisen? Istuyen schon wieder. Die Frau ist ja hier richtig begehrt. Aber wenn es schon hier in der gleichen Siedlung ist, warum also nicht? Warum sollten wir nicht mit ihr sprechen? Das ist ja nun wirklich kein weiter Weg und mit unserem Pferdchen ist das nochmal schneller. Genau, da vorne ist sie ja gleich wieder. Hervorragend. Man hat mich gebeten, erneut mit dir zu Warum seid sprechen. ihr zu mir Entschuldige die gekommen? Belästigung. Bringt den Brief zu Asiko. Okay, das ist jetzt wieder hinten bei der Erdzippe. Das werden wir also vorerst noch lassen. Ich würde sagen, wir gehen zu Mincham. Mincham hieß der doch. Nochmal gucken, nochmal spionieren. Mincham, genau, hier liege ich richtig. Der Name prägt sich mir auch irgendwie ein bisschen besser ein als der andere, den ich schon wieder vergessen habe. Halberath? Ich glaube Halberath. Müsste schon stimmen, müsste schon stimmen. Ja, da können wir jetzt, glaube ich, auch direkt wieder hinreiten. Was anderes ist ja nicht. Ich gucke noch kurz im Log. Nein? Nein. Das ist alles noch. Genau. Stimmt schon so. Ab zu Mincham also. Absteigen, bitteschön. Und dann gleich Was mal kann ich eine für schnelle euch tun? Reise zum Ammonreit, den wir glücklicherweise, so wie ich mir das gedacht hatte, haben wir den schon freigeschaltet und können jetzt direkt hin. Gut, wir hätten auch einfach nach Schragen gehen können und dann unterwegs absitzen. Keine Frage. Aber, dann wäre ja auch die Folge zu lang gewesen, wenn ich direkt bis nach Esteldin durchgeritten wäre. Und so bezahlen wir jetzt ein klein wenig weniger. Ist doch toll, nicht? Nein, eigentlich nicht. Aber egal, egal. Wir unternehmen jetzt die Reise zurück. Jetzt können wir auch die Landschaft ein bisschen besser begutachten. Jetzt, da wir eigentlich relativ wenig zu tun haben. Ich glaube, der Überlaufbeutel dauert noch ein Weilchen, bis das erste rausfällt. Genau 50 Minuten. Da kann ich dann auch gleich die nächste Folge aufnehmen, ohne da großartig Angst haben zu müssen. Ja, hier seht ihr die Höfe, die ich angesprochen hatte, mit einer kleinen Windmühle. Da gibt es, glaube ich, auch Quests zu tun. So viel mir war. Aber keine Ahnung mehr, wo ich die genau herbekomme. Kann sein, dass es da einen neuen Quest-Spot gibt oder so. Wie gesagt, auch hier alles überarbeitet worden. Gold und ich kann es nicht aufnehmen. So ein Mist. Ja, hat hier fast so viele Felder wie in Breland. Na gut, nicht ganz so viele. Auch hier ist natürlich alles von Feinden überlaufen, wie wir ja gesehen haben. Waage, Spinnen. Gut, Bären sind jetzt nicht so feindlich, die sind halt einfach hier. Aber es gibt auch Orks und jede Menge Billwisse. Und in Fornost selbstverständlich auch Eidbrecher. Ja, die Menschen, die guten Menschen, sind halt nicht so die treuesten, was so manche Sachen angehen. Und die üblichen Ruinen dürfen auch nicht fehlen. Hier gibt es auch nicht großartige Unterschiede zu anderen Ruinen. Ja, der Baustil der alten Menschenvölker war wohl nicht sehr abwechslungsreich. Egal, egal. Ja, und Wälder. Wälder mit Bäumen. Sollten sonst auch Wälder sein. Gut, ja, und damit ist mir das Gesprächsthema ausgegangen. So ein Mist. Es gibt hier auch eine Instanz, die ist da oben. Nennt sich so, wie sie sich nennt. Es fällt mir jetzt gerade nicht ein, dummerweise. Sehen wir es denn eigentlich? Ist die schon für uns? Müsste eigentlich. Das ist ja in unserer Abwesenheit. Und da haben wir auch schon eine Quest für bekommen. Instanzenfinder. Hier. Kurz gucken. Ist eine skalierbare Instanz. Oh ne, das war der Weg nach Erebor und da war die, glaube ich, nicht dabei. Ich glaube, nein. Gucken vom Tal. Nee, ist hier nicht dabei. Kann ich euch von daher nicht sagen, wie die hieß. Nordhöhen? Nö. Ach, ich weiß das nicht mehr auswendig. Es gab eine Zeit, da hätte ich euch jede einzelne Instanz ohne Probleme, ohne Zögern runterrattern können. Aber die Zeit ist vorbei. Ich kann nicht mal mehr das sagen. Hüttinger Hof war die erste Instanz. Dann kam eben diese Instanz. Steinhöhe! Steinhöhe hieß sie, genau. Die Instanz Steinhöhe war da eben, wo ich euch gezeigt habe. Die gibt es da zu entdecken. Kann man natürlich von jedem Punkt auf Mittelerde starten, kein Problem. Aber der Standort der Instanz ist eben da, wo ich es gezeigt habe.
So, jetzt in die Quest, die wir erledigen sollten. Die Epos-Quest ist nicht hier. Hier ist zwar dieser kleine Aussichtspunkt, da müssten eigentlich, glaube ich, auch Quests sein, genau. Ich kann mir kurz angucken, was es da so gibt. Eventuell können wir auch ein paar Quests mitnehmen und dann erledigen. So, Könnte ich einen grün, Augenblick mit euch nein, sprechen? nein, will ich nicht. Keine grünen Quests. Das ist nun wirklich nicht nötig. Und auch sonst gibt es hier we relativ wenig. Ja, keine Quests. Na gut, nee, ich würde sagen, das lassen wir mal schön. Keiler ist auch nicht so wirklich in die Richtung, die wir gehen wollen. Und ach, nee, nee, das lohnt sich wirklich nicht. Das ist nur verschwendete Zeit. Und davon habe ich ja im Let's Play nicht unendlich. Ich lasse mir zwar gerne Zeit, aber um grüne Quests zu erledigen, nein, nein. Es war jetzt schon akzeptabel, sehr viel Akzeptanz, dass ich da die hellblauen Quests gemacht habe. Mit der grünen Quest zusammen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, sowas, aber ja, irgendwie müssen wir ja unsere. Da wären die Keiler auch. Da, immerhin müssen wir ja unsere Taten auch voll bekommen. Oder ja, gut, müssen. Müssen ist immer so ein müßiges Wort. Müssen wir natürlich gar nichts. Ich wollte hier ja wirklich auch ein bisschen so spielen, damit es euch einigermaßen unterhält und mir Spaß macht. Und das ist das Hauptziel. So, und ich denke, ich werde dann auch gleich die Folge bei Mincham beenden können. Da werden wir so ungefähr da sein. Auch bei ihm gibt es einige Quests, respektive bei einem seiner Gefährten am Lager. So, hier haben wir auch schon wieder Hügelgrabeisen. Wir haben hier nicht mal mehr das richtige Material aufzusammeln. Oh, wie bitter. Wie bitter. Alle Gegner sind auch schon grün. Ja, nicht mehr so wirklich aktueller Stand. Naja, was soll's. Nicht so schlimm. Hier ist der gute Mincham. So. Das sind wir hier also ganz richtig. Und sagt bloß. Sagt bloß. Ach, ich habe nicht die passende Aufgabe. Alles gut, alles gut. Wir hätten hier nicht hier direkt hinreisen können. Das geht nicht. Ja, gut, liebe Leute. Dann sind wir also hier angekommen. Können hier das nächste Mal auch gleich weitermachen. Ja, es sieht ja, wie es in einer Geistergegend so aussieht. Neblig, unheimlich, alles ein bisschen kümmerlich und so. Wir werden uns das nächste Mal genauer ansehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.